Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute mit dem Thema Toxikologie. Wo haben wir heutzutage überall Giftstoffe, Fremdstoffe, Stoffe, die unseren Körper belasten, Stoffe, die unsere Gesundheit gefährden? Wo haben wir die überall, ohne dass wir uns dessen bewusst sind? Diese Frage gehe ich heute nach und wir möchten Ihnen heute unglaublich viele Informationen schenken, einfach um ein bisschen zu sensibilisieren, darauf zu achten, wo das überall drin ist. So, ich durfte nichts Geringeren als diesem sehr berühmten und für mich doch sehr angesehenen Arzt herzlich willkommen heißen, lieber Dr. Dietrich Klinghardt. Danke, dass du wieder zugeschaltet bist. Herzlich willkommen. Ja, danke Alexander. Es ist eine Ehre, bei dir zu sein. Danke, danke ebenfalls für mich. Ich bin auch sehr dankbar, dass du uns deine Zeit immer wieder schenkst. Ich weiß, die ist knapp und knapp bemessen. Aber lass uns gleich ins Thema reinstürzen. In einer der letzten Sendungen hast du mir nur schon gesagt, wenn wir unsere Tastatur anklicken, dass wir hier auch schon wieder Giftstoffe über die Fingerkuppen aufnehmen. Das war für mich wieder neu. Wieder neu. Ja gut, fangen wir gleich mal damit an, oder? Es gibt verschiedene Gruppen von Schadstoffen, die wir im menschlichen Körper finden. Es gibt eine Studie in den USA, wo geschätzt wird, dass wir, jeder von uns, über 20.000 verschiedene Gruppen von toxischen Chemikalien in unserem Körper hat. Über 20.000 verschiedene. Und die muss der Körper sorgfältig voneinander trennen, weil viele von denen miteinander chemische Reaktionen machen würden, die uns töten würden. Mhm. Gut, und also ist unglaublich, die Fähigkeit von unserem Körper, Gifte zu speichern und uns trotzdem leben zu lassen, oder? Das ist schon mal ein Wunder. Erstaunlich. Ein sehr großes. Eigentlich ein Wunder, ja. Oder? Viele Insekten sterben aus, bevor wir aussterben. Viele Vogelarten sterben aus, bevor wir aussterben. Weil andere Tiergattungen sind nicht so fähig, so viel Gifte in sich zu speichern und mit so vielen Giften umzugehen, ohne zu sterben. Oder da sind wir als Menschen relativ einzigartig. Mhm. Natürlich nicht jeder von uns. Oder der Beweis sind natürlich die Kinder, die heute so geschädigt auf die Welt kommen. Oder mit der Hyperaktivität und den ganzen Schlaflosigkeit und den Verhaltensstörungen und dem Autismus und den Tumoren bei Kindererkrankungen, die es früher nicht gegeben hat. Aber jetzt mal einfach einen kleinen Überblick über was es so alles gibt. Gut, einmal, wir haben angefangen beim Computer, oder? Die Computer, falls die im Flugzeug sind, oder? Und da, wo das Gepäck ist und ist ein Kurzschluss im Computer und der Computer wird heiß, würde ja explodieren und in Flammen aufgehen und es würde viele, viele Flugzeugabstürze gegeben haben in den letzten 20 Jahren, wenn die Plastikteile vom Computer nicht getränkt wären in Flammschutzmitteln, die sogenannten PBDEs. Und wenn wir an der Tastatur arbeiten und die neuen Computer werden ja nicht mehr so warm wie die älteren, aber trotzdem auch die Steady-State-Computer werden immer noch warm. Und mit der Erwärmung verdampfen diese Flammschutzmittel und werden über die Handflächen aufgenommen. Und Flammschutzmittel haben irrsinnig hohe hormonähnliche Teste. Das heißt, sie treiben unser System in Richtung von der Östrogendominanz. Beim Mann übersetzt sich das als Prostatakrebs, bei Frauen Myome und Brustkrebs und Ovarialkarzinome und. Gut, das ist mal jetzt mal ein kleiner Teil. In den USA muss jede Matratze, jedes Bettmatratze muss getränkt sein in Flammschutzmitteln, wenn man sie kauft. Und man weiß, dass in den ersten 6 Monaten, wenn man auf einer neuen Matratze schläft, ein großer Teil dieser Mittel verdampft und vom Körper aufgenommen wird. Tatsächlich. Ich hoffe nicht, dass das in Europa auch erlaubt ist. Ja, glaube ich bei Gesetz nicht. Aber natürlich viele Matratzenhersteller schauen auf das enorm profitable Geschäft in den USA und stellen ihre Matratzen schon so her, dass sie auch legal in die USA verkauft werden können. Es guckt ja keiner auf diese Flammschutzmittel. Aber wir haben eine Studie gemacht bei 20 Frauen, die Brust stillen, also die Kinderbrust gestillt haben und haben
in der Brustmilch nach diesen Flammschutzmitteln geschaut. Und es war erschreckend. Von den 20 Frauen war bei 3 Frauen war der Spiegel an Flammschutzmitteln so hoch, dass es Gesetzesverletzung wäre, also eine kriminelle Verletzung der Gesetze wäre, wenn man diese Brustmilch ins Klo schüttet. Ja, so toxisch war die Brustmilch Flammschutzmitteln. Und das ist im Allgemeinen nicht bekannt. Man kann relativ leicht danach testen im Blut und in diesem Fall in der Brustmilch, um sicherzustellen, dass da nichts passiert. Viele von den Zuschauern, die mich kennen, wissen, dass wir bei stillenden Müttern immer hohe Dosen von der Alge Chlorella geben, wo gezeigt ist, dass die Alge bindet diese Schadstoffe aus dem Blut und die erscheinen von daher nicht mehr in der Brustmilch. Wir können die Brustmilch sauber machen mit entsprechenden Maßnahmen, aber wenn man die Maßnahmen nicht kennt und nicht macht, ist die Brustmilch bei den meisten Leuten, die heute stillen, hochgradig toxisch. Jetzt ist natürlich die Alternative, diese Kunstmilche sind noch toxischer, oder? Wurden Arsen gefunden und Fluorid gefunden und Schadstoffe, die noch schlimmer sind als das, was in der natürlichen Brustmilch ist. Und das heißt, ja, Brustmilch auf jeden Fall ja, aber die stillende Mutter sollte Algen zu sich nehmen, die die Giftstoffe extrahieren. Aus dem Blut. Ich glaube, wir haben hier gerade eine Truhe geöffnet, wo tausend schreckliche Dinge zum Vorschein kommen. Lass uns vielleicht in diesem Schreckensszenario die wichtigsten Parameter mal anschauen. Das Stillen ist da. Einfach die wichtigsten Dinge, was wir auch verzichten könnten, wenn wir es wüssten. Ja, und dann der wichtigste Teil ist natürlich, und das ist bei euch in der Schweiz, eigentlich habt ihr fantastische Gesundheitsmöglichkeiten noch, sind die Agrochemikalien, die mit der Ernährung zu euch in die Küche kommen und damit dann auch in den Bauch und damit auch ins Blut. Und führend von den ganzen Chemikalien ist wirklich Glyphosat. Glyphosat ist eines der wenigen wasserlöslichen Herbizide. Und die Geschichte von Glyphosat geht weit zurück. Wichtig jetzt für die Zuschauer ist zu wissen, dass zumindest, ich kenne es nur in England und Amerika, auch die Bio-Nahrung, also wenn Nahrung angebaut ist ohne Verwendung von Chemikalien, da steht dann nachher auf dem Beutel vom Reis, steht dann drauf, aus biologischem Anbau. Das heißt aber nicht, dass nach dem Anbau die Saat nicht gespritzt wird. Ja, das heißt, in England und Amerika ist es so, dass als Trocknungsmittel wird die Saat hinterher bespritzt mit Glyphosat und ist hochgradig verschmutzt mit Glyphosat, auch wenn Bio draufsteht. Und das ist ganz, ganz schlimm. In der Schweiz und Deutschland sind, glaube ich, die Regeln sehr viel strikter. Ich hoffe das. Ja, das ist aber so. Ich habe das beim Bier gesehen, wo wir in deutschen Bieren bis zu 30 Mikrogramm pro Liter Glyphosat gemessen hatten und bei Schweizer Bier fast gar nichts, weil dieses Vorgehen, Hopfen mit Glyphosat zu bespreien, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, ist wirklich nur in Deutschland erlaubt. Ja, ja, und das ist, ich merke es auch, ich arbeite hier in den USA, in England, Deutschland und Schweiz. Und mein Eindruck ist, dass die Schweizer wesentlich bessere Gesundheit haben als die Deutschen oder schon ganz, ganz viel besser als die Engländer. Und bitte euch aber die hier zuhören drum, ihr müsst drum kämpfen, um diese Freiheit zu behalten. Es ist was ganz, ganz Wesentliches, dass ihr als Land wirklich eine besondere Stellung habt. Österreich auch, Österreich und Schweiz, wo wir viel, viel mehr Gesundheit sehen bei den Patienten, die wir haben, als in anderen Ländern. Ja gut, aber zurück zu den Schadstoffen. Also erstmal natürlich im Haus, das Haus ist bei den meisten voll von Chemikalien, oder? Das sind die Teppiche, wovon alle Hüte und andere Stoffe als Dampf langsam rauskommen. Es sind natürlich die Wandfarben, wo die Lösungsmittel langsam verdampfen. Aber insgesamt ist in Mitteleuropa eine Tendenz gewesen in den letzten 20 Jahren,
dass nicht toxische Farben verwendet werden, dass die Bodenbelege weniger toxisch sind. Und das ist ein Teil, wo ich eigentlich sehr zufrieden bin mit den Entwicklungen. Am schlimmsten ist die Ernährung, oder? Und das vielleicht nicht so betreffend in der Schweiz, aber überall in der Welt, wo wir schauen, ist Glyphosat an der Ernährung. Glyphosat zerstört unser gesundes Darmmikrobiom. Das ist der Haupteffekt. Ja, wir wissen, dass 90% von unserem Immunsystem kommt nicht von uns selbst, sondern sind die gesunden Bakterien, die wir im Darm haben, die für uns kämpfen, die Stoffe ausscheiden, die uns gesund erhalten, die Stoffe ausscheiden, die mit unserem Immunsystem kommunizieren. Das geht auch über Lichtabgaben von den Keimen. Und die Keime, die für uns am wichtigsten sind, Akkermansii und wie sie alle heute heißen, sind hochgradig empfindlich auf Glyphosat und andere Agrochemikalien und werden dadurch zerstört oder krank und können ihre Funktion in unserem Immunsystem nicht mehr wahrnehmen. Jetzt sind wir gerade ins Thema Glyphosat reingerutscht. Das ist in der Schweiz wie auch in Deutschland bis, glaube ich, 2023 zugelassen als unbedenklich. Und die Franzosen haben jetzt anfangs dieses Jahres entschieden, Glyphosat aus dem Verkehr zu nehmen. Bis Ende 2020 wird kein Glyphosat mehr verkaufsfähig sein in Frankreich, weil sie dem in Glyphosat drin noch Arsen gefunden hätten. Ja, jetzt stehen mir die Haare zu Berg. Das ist doch ein hochtoxikologischer Stoff. Ja, Arsen macht Krebs. Ja. Ja gut, wir haben natürlich auch, wir haben im Wein, italienischen Wein, spanischen Wein Glyphosat gefunden. Wir haben in Deutschland in allen meinen Lieblingsbiersorten Glyphosat gefunden. Und dass wir damit unser Immunsystem bleiben zerstören, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder? Ja gut, und wenn es weitergeht mit den Toxinen, natürlich, ich bin sehr involviert mit der Zahnmedizin, oder dass praktisch jedes Ersatzmaterial, was wir in den Mund geben, hat allergische und toxische Konsequenzen. Amalgam ist zum Glück ja jetzt eigentlich eine Geschichte der Vergangenheit, vor allen Dingen in der Schweiz. Amalgam ist ersetzt worden durch diese weißen Glasionomere. Und da sind leider die meisten davon enthalten Bisphenol A. Bisphenol A ist ein wesentlich hormonaktiver Stoff, der in kleinen Mengen durch den Abrieb, wenn diese weißen Füllungen da sind, durch den Abrieb kommen diese Teilchen in unser System, ins Blut und haben dort wieder östrogenähnliche Effekte. Die Männer kriegen Brüste oder die Prostata schwillt an. Nach jeder Zahnfüllung sehen wir das oft, oder ein, zwei neue Füllungen, oder wo das Amalgam ersetzt wird, oder hinterher kommt der Patient zu uns, ja, ich habe jetzt Blasenbeschwerden oder Prostatabeschwerden, oder? Oder die Frau kommt ein paar Monate später und sagt, ich habe jetzt Zysten in der Brust oder mein Myom im Uterus wächst. Das sind Konsequenzen davon. Es gibt zum Glück in der Schweiz Bisphenol A-freie Zahnersatzmaterialien. Das ist das erste Land, wo ich das gesehen habe. Es gibt sicher inzwischen in Deutschland auch in anderen Ländern, aber der Blick darauf, der war vielen von uns verborgen. Oder jetzt andere Gifte im Zahnbereich, natürlich die Wurzelfüllung oder dieses sogenannte Gutta-Percha wird immer so angepriesen dem Patienten, das ist ein normales Baumharz aus Südamerika oder das wird dann für die Wurzelfüllung da reingestopft. Was nicht gesagt wird, ist, dass da 5-10% Quecksilber drin sind. Und Quecksilber ist natürlich ein riesen Nervengift, überhaupt das stärkste Nervengift ist. Ja gut, die Liste, was Giftstoffe angeht, der nächste Blick ist immer auf die Zahnpasta, oder? Wir wissen in der Homöopathie, dass homöopathische Medikamente besonders effektiv sind, wenn sie über die Mundschleimhaut gegeben werden. Und natürlich ist die Mundschleimhaut ist eine aufnehmendes Gewebe. Und Zahnpasta ist ein ganz intimer Kontakt mit diesem Gewebe und viele, viele Zahnpasten enthalten massive, bekannte Giftstoffe. Ich möchte jetzt da nicht auf die Namen erwähnen, weil sonst
das ist eine mächtige Industrie, die da dahinter steht. Aber trotzdem war das jetzt mir auch gerade wichtig, weil auch hier ist ja eine Riesenlobby. Also der Normalbürger ist eigentlich hin und her gerissen. Was die Zahnarztindustrie mit den Kindern macht, da wird auch regelmäßig das gemacht, was du gerade nicht sagen wolltest. Die Zahnpasta, da hast du von 200 Zahnpasta, hat es zwei ohne das drin und 198 mit. Wenn ich nachlese, was das ist, ist es ja eigentlich ein Stoff, der nicht unbedingt in die Zähne kommen müsste, oder? Ja, absolut. Am schlimmsten, oder so von der Wertigkeit, am schlimmsten ist das Fluorid, oder? Fluorid, wissen wir, vermindert die Intelligenz von Kindern, aber es zerstört über die Zeit, über die Jahre, die Epiphyse. Und die Epiphyse ist nun mal unser Zentrum im Gehirn, das hochgradig mit unserer spirituellen Entwicklung zu tun hat. Und wenn wir die Epiphyse verkalken, das ist der Effekt vom Fluorid. Aber die Pro-Gemeinde sagt gerade zum Fluorid, das ist wichtig, weil der Zahnschmelz für die Kinder härter wird. Ja, das ist natürlich, das ist wahr, wenn man Kinder anschaut, die in unterprivilegierten Gegenden aufwachsen und am Verhungern sind, keine normale Ernährung haben, dann hat das Fluorid, was aufgepinselt wird auf die Zähne, hat einen gewissen Effekt. Der ist aber nicht mehr anwesend, wenn Kinder normale Ernährung haben. Und im Gegenteil, Fluorid ist ein Neurotoxin höchsten Maßes und sollte längst verboten sein. Es ist kriminell, dass das immer noch in vielen Zahnpasten ist. Ja, fast alle. Aber es gibt eben auch andere Stoffe in Zahnpasta, die Phthalate, die Plastikflaschen, aus denen viele immer noch trinken, oder? Ich habe hier auch eine, oder? 50% von dem Gewicht der Plastik sind Phthalate. Und Phthalate sind massiv hormonähnliche Chemikalien, die alles, was wir wissen über Hormone und Krebs, stimulieren. Ja, die stimulieren diese ganzen, eigentlich jede Krebsart ist hormonabhängig. Es gibt keinen Krebs, der nicht schneller wächst unter dem Einfluss von bestimmten Hormonmetaboliten. Und die Phthalate sind die ideale Art, diese hormonähnlichen Stoffe in sich zu bekommen, um uns in Richtung Krebs zu bewegen. Darf ich da noch eine Frage stellen? Du hast da gerade etwas ganz Wichtiges gesagt. Heißt das auch, jeder Krebspatient, der wirklich jetzt an Krebs leidet, müsste eigentlich mal von seinem Arzt einen Hormonstatus bestimmen lassen? Absolut, absolut. Also vor allen Dingen, wir wissen, dass die Östrogenmetaboliten, die das 16-Alpha-Östron heißt, das ein hochgradig krebserregender Stoff ist, der eben diese ganzen Hormonwege, es fängt mit dem Cholesterin an und geht dann über verschiedene Wege zum Östrogen und Östron und dann den krebserregenden Metaboliten. Und die Phthalate kommen direkt an der Stelle an, wo die krebserregenden Metaboliten sind. Und von da aus geht es dann nur noch abwärts. Und Phthalate sind überall. Jede Lotion, die die Frauen auf ihre Haut tun, da sind Phthalate drin. In der Zahncreme sind Phthalate. Es ist ganz schlimm, wie das ungeachtet in den Medien heute überall diese krebserregenden Stoffe sind. Aber es ist bekannt und dokumentiert und gibt es keine Lobby dagegen. Ja, die Lobby sind wir, Alexander, sind du und ich sind die Lobby, die dagegen antreten. Es gibt bis jetzt keinen organisierten Widerstand, aber es liegt daran, du hast selbst die Erfahrung gemacht, wenn du eine wissenschaftliche Veröffentlichung hast, die das zeigt und versuchst es auf YouTube zu stellen, wird sofort zugemacht. Facebook macht sofort zu. Stern, Spiegel, Zeit wird sofort nicht berichtet. Ja, das heißt, dass die Medien heute alle eigentlich konspirieren, um uns diese Wahrheiten fernzuhalten, damit wir in dieser Scheinsicherheit sind, Scheinfröhlichkeit, dass schon jemand nach uns schaut und schaut, dass es nicht zu schlimm ist. Und diesen jemand gibt es im Moment nicht. Es ist völlig verloren. Das Feld der Toxikologie ist völlig hoffnungslos. Ich könnte euch da Beispiele geben, die einfach erschreckend sind. Die medizinische Toxikologie liegt völlig in den Händen der Hersteller von diesen Produkten.
und an den ganzen medizinischen Toxikologie-Konferenzen werden diese Themen nicht mehr angesprochen, weil die Konferenzen werden organisiert von den Herstellern, die Phthalate in die Körpercremes reinbauen und so. Und das heißt, im Moment, oder? Wir haben in einer anderen Sendung über Geld gesprochen, oder? Das Geld ist im Moment in den Händen von den Leuten, die unsere Gesundheit zerstören und haben auch Einfluss auf die Medien. Und von daher ist die Stimme von uns noch relativ klein, aber sie wächst jeden Tag. Wenn ich das so höre. Oder ich würde vielleicht noch sagen, es gibt natürlich hunderte von anderen Themen, was Toxikologie angeht, aber ich möchte einen Teil noch unterbringen, und das sind die WLAN-Router, die im Haus bei den meisten Leuten heute sind. Ja, dass der Effekt von den Mikrowellen, die da auf uns gestrahlt werden, 24 Stunden am Tag, hat einen synergistischen Effekt mit fast allen Giften, die in unserem Körper sind, und blockieren die Mechanismen, die wir haben, uns zu entgiften, und aktivieren die Giftstoffe in uns. Das heißt, es wirkt, das WLAN-Netzwerk wirkt auf viele, viele Weisen in uns. Und natürlich jetzt, wenn 5G kommt, und bei uns nun in den USA ist es schon gekommen, zumindest in der Nachbarschaft, wo ich wohne, wird alles nochmal bei Potenzen nochmal stärker und nochmal, ja, soll ich sagen, schlimmer. Aber wie gesagt, ihr seid in der Schweiz in einer super Position, dass ihr weniger totale Giftlast in euch tragt als Bevölkerung, als der ganze Rest der Menschheit, zumindest in der westlichen Welt. Und ihr noch eine Chance habt, gesund zu leben und gesund zu denken, oder? Und dass ihr auch eine Demokratie habt, die noch funktioniert, zumindest in gewissen Weisen noch funktioniert. Das heißt, ihr habt noch eine Chance, Lebensraum frei zu machen. Ich wollte noch auf das wichtigste Gift zu sprechen kommen. Das wichtigste Gift heute, was Nervenerkrankungen angeht, das Gehirn, das Gedächtnis, ist Aluminium. Und das Aluminium kommt nur auf geringe Weise aus der Bratpfanne. Ja, das Aluminium, das wir heute finden im Gehirn von allen MS-Patienten, von Parkinson, von den autistischen Kindern, von Leuten mit Alzheimers Erkrankung, Riesenmengen Aluminium im zentralen Nervensystem. Das ist das Aluminium, was eingeatmet wird, und das ist das Aluminium, was am Himmel verspreht wird unter dem Namen von Geoengineering. Es ist ja dieses ganze große andere Geheimnis, was uns enthalten wird. Und die Aluminiumbelastung, der Hauptforscher ist Christopher Exley in einer Uni in England. Es ist erschütternd, ja, und es ist mit Sicherheit heute das prävalenteste, wichtigste Gift in allen von uns. Und wir müssen ständig dagegen anarbeiten, ich kann es vielleicht sagen, das Heilmittel gegen Aluminium ist Kieselerde in jeder Form, die es da gibt. Tatsächlich? Okay, das bindet Aluminium und kriegen wir es wieder raus? Mhm. Okay, gut. Ja, ich versuche jetzt mal eine Gelatausleitung zu machen und habe einfach Aluminium aufgeschrieben. Ich hoffe, das kriegt man auch raus oder nicht? Nein, Aluminium mit der normalen Chelattherapie, mit EDTA kommt es nicht raus, und mit Kieselerde, mit DMPS auch nicht. Mhm. Aber es gibt das Hauptmittel ist ein Schweizer Mittel von Novartis, heißt Desferal oder Desferoxamin. Das ist fantastisch, um Aluminium auszuleiten. Mhm. Ich habe mal gelesen, nämlich, dass das eins der wichtigsten Faktoren ist, um nicht in Alzheimer oder Demenz reinzurutschen, ist effektiv dieses Aluminium aus dem Körper zu kriegen. Es ist jetzt erst seit kurzem wirklich wissenschaftlich solide und nachgewiesen. Heißt das Kieselerde jeden Tag ein bisschen was? Oder, Absolut, ja. Gut, das nehme ich auf meine Gesundheitspräventionsliste drauf. Lieber Dietrich, ein trauriges Kapitel. Ich denke, wir Menschen haben es weit gebracht, dass wir uns ständig nur noch um die Schadstoffe kümmern müssen, statt um das Leben, um die Gesundheit. Ich staune auch, dass einfach mal gemacht wird, ein Feldversuch, um mal schauen, was passiert. Und 100 Jahre später merkt man, ach, war doch schädlich. Ich erinnere da nur an Asbest, wie lange es ging, bis es endlich wegging. Schon eine traurige Geschichte, echt traurig. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr weiterreden. Das Thema ist, die Sendezeit ist durch, lieber Dietrich.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was soll ich sagen? Seien Sie vorsichtig, seien Sie kritisch, seien Sie auch kritisch zu uns, seien Sie kritisch zu allem, was Sie sehen und hören. Machen Sie sich bitte eine Meinung, bevor Sie einfach etwas konsumieren zum Beispiel oder runterschlucken. Wir haben gehört, das kann alles auch ein bisschen belastet sein, und zwar so, dass es nicht gesundheitsförderlich ist, sondern eher belastend. Oder eben, dass es WLAN, auch da möchte ich noch sagen, ich habe gerade gehört, nämlich, man kann auch das Handy ans WLAN hängen, über einen Steckverschluss, und dann kann man am Flugmodus machen und dann ist man am Kabel und alles ist viel weniger schlimm, als wenn es direkt am Ohr ist. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen miteinander.